Schon vierter Versuch oder so ein Scheiß, ich bin armer Typ. Immer wieder Leistungsfehler, aber dann kann ich doch einen besseren Song, einen besseren Gesamtprodukt liefern. Thank you.
Ballerra und ist und da und irgendwas geht ab und ich weiß nicht, was ich jetzt hier erzählen bra. Aber irgendwie geht der Push trotzdem, wird über die Klippe geschubst und das Wahrnehmungsding hört nicht auf, tot oder bla oder manche denken irgendwas darüber, doch einfach nur wahrnehmen, was ist, man. Tausend krasse Theorien, Klimawandel und Atomkernmafia, alles schmilzt und Gott lässt einen Furz, Billardkugel, Universum kreiert sich neu, Dingsbums, Zufallsgenerator, Revolution und Krankenwagen jederzeit da, aber Mission Afrika, weil alles im Arsch. Oder was weiß ich, nicht rassistisch gemeint, One Love. Besonders problematischer Freestyle jetzt von mir. Wollen wir mal gucken, weil wir die Zensur, die Selbstzensur, FSK und so damit umgehen. Wenn die Stereotypen im Hirn und irgendwas versucht ihr da zu denken. Ja, das war jetzt so ein bisschen Arbeitsflavor. Ich wollte eigentlich lieber Chips essen als aufnehmen. Ja, armer Dingsbums. Und gleich ruft mein Kumpel an, der mit diesem krassen Prozess. Ich muss arbeiten, ich armer Typst. Aber das Leben hat sich da schon richtig überlegt, bestimmt. Ja, ich bin ja hier auf so einem Bauernhof. Ich suche Mitbewohner. Und hab ja Schreckliches gehört, Klimakrise, bla bla. Oder sowieso auch über den Jetzt-Zustand, seit ich auf der Welt bin, Kinder verhungern, Krieg, bla, Atommüll im Meer. Die Mafia will immer höheres Schutzgeld wegen der Inflation auf. Und an diesem Bauernhof soll doch sich alles ändern. Was natürlich eine vermessene Idee ist. In den Augen mancher Leute sein kann, zum Beispiel in den Augen von mir. Das ist eben ein Komplex. Ich stelle mal hier hin, gleich geht es richtig los mit Saxophon putzen. Das sind die seltenen Backstage-Einblicke. Das ist nicht so arrogant gemeint und so, wie es vielleicht rüberkommt. Ich bin ja ganz alleine am Bauernhof oder habe ja auch einen Einsamkeitsbonus oder. Puh. Und ihr so, Corona. Ja, Bauernhof hier. Wobei es eventuell illegal ist, hierher zu ziehen. Es sei denn, man ist Familie oder angeblich Liebespaar. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Regulations sind. Jedenfalls hier gehe ich eigentlich alle paar Wochen mal einkaufen. Im Sommer Holz holen. Bruchholz. Aber ansonsten bin ich hier die ganze Zeit auf dem Hof. Da juckt mich direkt der Curfew, der Lockdown nicht so sehr. Deswegen, falls euch der sehr juckt, vielleicht passen wir gut zusammen. Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Darum bewerbe ich mal wieder den Hof. Hier werde ich das Saxophon putzen. Und damit mache ich natürlich hier noch mehr CO2-Fußabdruck, indem ich den YouTube-Server belaste. Alles ein tricky Business. Aber das wird in meinen anderen Videos zum Teil erklärt. Gestern war Öff zu Besuch, vorgestern auch. Da haben wir auch ein Video gemacht zum Thema verantwortliches Leben und bla bla bla. Das ist also ein Dauerbrenner. Ja. Na gut, ich bin so ein bisschen ungesprächig. Ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Gucken und so.